Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal ein ganz besonderer Wald. Da hinten kann man es daneben mir ein wenig erahnen. Das hier ist einer der wenigen wirklich seltenen Mammutbaumwälder, die wir in Deutschland so haben. Also Riesenmammutbaum, Sequoia Dendron Giganteum, auch Wellingtonie manchmal genannt. Meiner Meinung nach ist der Begriff ziemlich veraltet. Aber gut, es gibt ihn theoretisch noch. Was wir hier jetzt mal machen wollen, ist uns mal angucken, welche Probleme denn diese Baumart in ab einem gewissen Alter sehr wohl haben kann. Wir erinnern uns, meine bisherigen Videos, teilweise auch zum Mammutbaum, waren eher sehr, sehr optimistisch. Das hängt halt stark davon ab, wo man sich gerade befindet. Hier sind wir im Arboretum Lilienthal in Freiburg, bei Freiburg im Breisgau, genau genommen eben im Kaiserstuhl. Der liegt vor Freiburg, ne? Für die, die weiter weg sind, ist das alles nah beieinander. Ansonsten möchte ich natürlich niemandem zu nahe treten, der Kaiserstuhl gehört schon nicht direkt zu Freiburg. So, dann, wie gesagt, wir gucken uns hier ein bisschen um, schauen uns mal an, welche Probleme dann so ein Mammutbaum denn im Alter dann irgendwann mal kriegen kann, beziehungsweise wo halt die Grenzen des Mammutbaumanbaus sind. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass meine alten Videos mit den tollen Mammutbäumen, wo ich dann auch ziemlich euphorisch mit den Dingern umgehe und begeistert bin, wie schnell die doch wachsen, das ist schon noch aktuell. Lediglich ist die Frage halt, wie alt sie bei uns dann noch werden. Weil theoretisch ist ja ein etwa 3.500 Jahre alter von denen eben so gigantisch, dass er einen enormen Wasserbedarf hat, den in Deutschland so ziemlich kein natürlicher Standort zur Verfügung stellen könnte. Das heißt, wir müssten da eigentlich jeden von diesen Methusalem-Bäumen müssten wir unabdingbar auf jeden Fall künstlich bewässern. Drum, die Grenzen des Mammutbaumwaldes liegen da, wo er zu viel Wasser verbraucht. Und das gucken wir uns jetzt dann gleich mal an. Aber vielleicht noch zwei interessante Details, unabhängig von meinen ganzen anderen Videos, die ich sonst so zum Mammutbaum gemacht habe. Hier gibt es einen Stamm, der wird offensichtlich gerne umarmt. Ja? Und was das mit so einem Stamm, der so eine spezielle Rinde wie der Mammutbaum hat, anrichten kann, sehen wir, sobald wir da mal ein Stückchen nach oben gucken. Seht ihr hier diesen Übergang? Also man kann da wirklich wunderbar sehen, ab welchem Punkt er nicht mehr umarmt wird und wo er dauernd umarmt wird. Ja, also Baumkuscheln richtet in diesem Fall tatsächlich einen gewissen Schaden am Baum an. Der Ehrlichkeit halber, ist der schlimm? Nee, das ist ja alles nur abgestorbenes Isolationsrindenmaterial. Die Rinde ist auch sehr dick und außerdem haben wir hier dankenswerterweise jetzt gerade mal die exklusive Möglichkeit und uns mal die Dicke dieser Rinde angucken zu können. Da hinten liegt nämlich welche. Zum Beispiel, ich halte euch mal rein, hier kann man das sehr, sehr, sehr gut sehen, wie dick die eigentlich ist. Ne? Da, seht ihr? Also wirklich außerordentlich mächtig. Ich habe hier auch ein Stück in der Hand. Allein dieses. Und das ist schon längst nicht so dick, wie es dick sein könnte. An der dicksten Stelle. Das hat ja locker 5 cm, würde ich behaupten wollen. Und das ist für heimische Baumarten schon eine außerordentlich dicke Borke. Und nochmal, ne? Also hier, das ist rein Borke, was ich hier gerade fasse. Das ist alles Borke. Und diese außerordentlich dicke Borke führt halt dazu, dass diese Bäume nahezu 100% unbrennbar sind. Denn fängt die Borke an zu brennen, dann brennt sie erst von außen nach innen weg, sozusagen natürlich. Und je mehr davon weggebrannt ist, desto mehr Asche, Ruß, Schutzschicht bildet sich. Die funktioniert dann letztendlich als Isolationsmaterial ganz hervorragend. Und der kleine Teil der Rinde, der wirklich weggebrannt ist, schützt den ganzen Rest der Rinde. Da die Rinde dann auch noch schön luftig ist, sich leicht zusammenpressen lässt, einen Haufen Isolationsmaterial, Dämmmaterial sozusagen enthält, ist die innere Schicht unter der Rinde, das Kambium, wo es dann wirklich grenzwertig werden würde für den Baum, sobald das Kambium zu hohe Temperaturen erreicht und abstirbt, das ist so weit weg und so gut isoliert, dass die Bäume quasi wirklich immun sind gegen Waldbrände. Nehmen wir jetzt also mal an, wir würden hier jetzt den Untergrund anzünden. Flamm, 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 Flamm. Geht im grünen Zustand im Übrigen gar nicht wirklich, aber nehmen wir mal an, wir kippen hier jede Menge Spiritus hin und schaffen das trotzdem oder Benzin oder ähnliches, dann würde das Feuer hier zwar hochlecken an dem Baum, aber auch in der Natur sind die ersten vitalen Äste ziemlich weit oben. Das heißt, es müsste schon ein gigantisch großes Feuer sein, dass die Temperaturen
so weit hochsteigen, dass sie da oben überhaupt in der Lage wären, Schäden an den lebenden Teilen des Baums anzurichten. Was hier natürlich passieren könnte, weil die sind halt nicht mehr sehr vital, das gucken wir uns gleich an, ist, dass die unteren Äste auch noch Feuer fangen und wir dann noch ein paar kleinere Feuer im unteren Stammbereich hätten. Aber auch die würden sich nicht allzu sehr ausbreiten, lediglich die trockenen Äste da verbrennen, möglicherweise eben den trockenen Teil der Krone verbrennen, aber dann ist das Feuer auf wieder aus. Von unten kommt nichts mehr nach. Der ganze Bereich am Boden ist alles verbrannt. Der Stamm hat gehalten, ja, dem ist nichts passiert und der Baum kann dann relativ problemlos im nächsten Jahr wieder sich erholen. Soweit. Alles andere hier oben ist weggebrannt. So, und jetzt kommt noch der Trick, weshalb wir Mammutbäume auch als Pyrophyt bezeichnen, also Feuerpflanze sozusagen, weil durch die hohen Temperaturen, die das Feuer hier am Erdboden verursacht, steigt ja die Hitze in jedem Fall nach oben. Selbst wenn die Hitze noch nicht reicht, um da oben irgendwas anzuzünden, das sollte sie im Idealfall auch nicht, sorgt die Hitze dafür, dass die Zapfen, die teilweise Jahrzehnte am Baum hängen können, im krassesten Fall, jetzt austrocknen, sich öffnen und der Samen aus den Zapfen herausfliegt. Irgendwann hatte ich noch einen Zapfen, aber ich darf ihn nicht mit nach Hause nehmen, darum hat meine Frau ihn mir wieder weggenommen. Ich besorge euch gleich nochmal einen. Und sobald der Zapfen dann ausgetrocknet ist, öffnet der sich erst. Die Samen fallen raus, fliegen in der Gegend rum, fallen dann auf den jetzt freien Boden, der gerade mit jede Menge Asche gedüngt ist. Und dann sprießt halt der junge Mammutbaum. Das funktioniert in Europa auch nicht, schlicht und ergreifend, weil wir keine Waldbrände A haben wollen, B auch nicht in diesem Umfang haben. Und drum kann der Mammutbaum in der Form sich bei uns auch nicht verjüngen. Das hier ist ein Mammutbaumzapfen, ein relativ kleiner. Der ist auch leicht geöffnet. Stellt euch die kleinen Spalten hier im Zapfen einfach fest geschlossen vor. Solange der noch am Baum hängt, sind sie das. Und dann würde da eben erst was rauskommen, nachdem es gebrannt hat und er entsprechend aufgegangen ist. So viel nochmal kurz als kleiner Reminder zur Biologie der Baumart und jetzt gehen wir hier mal eine Runde im Mammutbaumwald spazieren. So, also was hier an Zeder noch nebendran steht, Moment, ich zeige sie euch mal, das sind hier einfach die dünneren Stämme, ist relativ einfach zu erkennen. Das ist eben Calocedrus decurrens, auch Flusszeder genannt, ist mit dem Mammutbaum ein Stück weit vergesellschaftet, kommt in diesen Wäldern auch vor und da man die halt eben nicht so ganz alleine hier stehen lassen wollte, hat man halt noch zusätzlich die Zeder nebendran gestellt. Ich zeige euch spaßeshalber mal noch eine dicke. Hier ist eine dicke davon, ne? Also man sieht es auch wunderbar an der Rinde. Das hier die Calocedrus, das hier Sequoia Dendron, ne? Also rötlich, fasst sich auch ganz anders an. Könnt ihr das hören vom Ton her? Ne? Klingt auch sehr, sehr hohl, klingt als wäre es ein Klangkörper, ist es auch fast, muss man sagen. Einfach diese Rinde ist einmalig in der Pflanzenwelt. So krass hat das kein anderer Baum. Der Küstenmammutbaum, Sequoia sempervirens, ja, der ist ein bisschen so ähnlich aufgebaut, aber nicht ganz so krass. So, man beachte hier den Hintergrund und während ich mal ein bisschen nach oben schwenke, seht ihr die Calocedrus, die sieht auch gut aus. Ja, denen geht es ganz in Ordnung, da kann man nicht meckern. Die haben viel Grün bis fast nach unten, man kann sie schon anfassen, die runterhängenden Äste. Jetzt sind die natürlich noch nicht so alt, daher ist es auch normal, dass sie noch recht vital sind. Aber unsere Mammutbäume hier kriegen langsam schon ein Problem. Insbesondere wenn wir jetzt hier mal reingucken, da könnt ihr das schon sehen. Die Kronen sollten eigentlich, diese ganzen toten Äste, die man da sehen kann, die sollten im Idealfall sogar noch grün sein. Dass dann ab einem gewissen Alter die Kronen ein Stück weit nach oben arbeitet. Und da es sich hier ja um einen Bestand handelt, ist es ein Stück weit normal, aber es ist am Absterben. Ja, also so ehrlich müssen wir sein. Da machen auch die Kollegen hier vor Ort, die fürs Arboretum zuständig sind, von der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg, machen da auch keinen Hehl draus, dass das, was wir jetzt hier gerade sehen können, das ist kein gesunder Mammutbaum mehr. Ja, der hat also wirklich viel zu wenig Krone. Wer sich erinnert, ich gebe ja gerne mal den Gesundheitszustand des Waldes auch in Kronenprozent an, beziehungsweise das wird ja jedes Jahr gemacht, die Waldzustandserhebung, wo man schaut, wie viel Laubverlust hat denn unser Wald
Wald so im Durchschnitt zum Beispiel, danach Baumarten gestaffelt und so weiter. Und der potenzielle Laub- bzw. Nadelverlust bei diesen Mammutbäumen, wie sie hier jetzt stehen. Der beträgt tatsächlich irgend sowas zwischen 60 und manchmal sogar 80%. Und das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass der entsprechende Baum am Absterben ist. Dem geht es wirklich nicht gut. Mit Schuld daran ist A, die Tatsache, dass es hier einfach viel zu trocken ist. Dazu ein kleiner Exkurs. Mammutbäume kommen natürlich in Kalifornien vor zwischen 500 und 1500 Liter pro Quadratmeter Jahresniederschlag. 500 ist schon ziemlich wenig, 1500 global betrachtet schon ziemlich, ziemlich viel. Der Kaiserstuhl, der hat sowas zwischen 600 und 700, in manchen Bereichen ein kleines bisschen mehr, in manchen Bereichen ein kleines bisschen weniger, befindet sich also am unteren Rand des möglichen Verbreitungsgebiets vom Niederschlag her vom Mammutbaum. Und dazu kommt allerdings noch, dass der Kaiserstuhl auch sehr, sehr warm ist. Das heißt, im Sommer kommt es häufiger zu Dürreperioden als in anderen Ecken der Welt. Das muss man dabei auch noch beachten. So, weiter geht's im Text. Jetzt kann man trotzdem Exemplare finden in Deutschland, denen es noch sehr gut geht, obwohl sie auch schon sowas um die 160 Jahre alt sind, sowas um den Dreh. Es gibt auch einen einzelnen, der ist, glaube ich, fast 200. Irgendwie sowas in die Richtung geht's. Und denen geht's noch gut. Die hier sind noch gar nicht so alt. Die sind erst was um die 60. Darum gibt es ja auch noch keine so richtig, richtig dicken Stämme. Weil 60 ist für einen Mammutbaum gar nicht mal so beeindruckend. Aber eben einfach durch die Tatsache, dass wir hier im Kaiserstuhl sind. Das ist die wärmste und trockenste Ecke, die Deutschland so zu bieten hat. Also nicht unbedingt die allertrockenste, aber in Kombi von der enormen Wärme, die hier im Kaiserstuhl herrscht, mit den wirklich bescheidenen Niederschlägen, die man hier erwarten darf, ist das wirklich eigentlich kein Gebiet, wo man normalerweise Mammutbaum erwarten würde. Das sowieso nicht. Und auch nichts, wo man ihn heute noch hinpflanzen würde. Man wollte es damals aber ausprobieren. Und noch sieht dieser Bestand ja auch wirklich ganz toll aus. Ihr habt es ja gerade gesehen, also ich finde den extrem hübsch. Es kommt auch viel Licht auf den Boden, weshalb hier alles grün ist, ne? Die Bodenvegetation. Aber nochmal, so sollte ein Mammutbaum von unten betrachtet nicht aussehen, wenn er wirklich gesund ist. Wir gehen also davon aus, natürlich hat jetzt 2018, 19 und 20 die Dürrejahre nochmal dazu beigetragen, dass es hier noch schlimmer aussieht als kurz zuvor. Aber wir gehen davon aus, dass diese Bäume hier quasi unter kontinuierlichem Mangel leiden. Selbst in einem normalen Jahr haben sie zu wenig Wasser. Diese Maßnahme mit den Kalocedros, die dazwischen stehen, gucken wir nochmal nach da, da können wir das auch nochmal ganz schön sehen. Das hat man unter anderem auch deswegen gemacht, weil man da einzelne dicke Mammutbäume rausgeschnitten hat. Vielleicht habt ihr die Stümpfe gesehen, die sieht man hier auch überall. Die verwittern sehr, sehr langsam. Ist ein sehr dauerhaftes Holz, was die Zersetzung durch Pilze und Ähnliches angeht. Da ist zum Beispiel ein Stumpf. Die sind halt jetzt eben auch deswegen rausgeschnitten worden, weil zu wenig Wasser da ist für alle. Das war also wirklich eine Ausdüngungsmaßnahme. Weniger Bäume brauchen weniger Wasser, beziehungsweise das Wasser, was hier runterkommt, das, was im Boden dann verfügbar ist, reicht nur für weniger Bäume letztendlich. Ja? Und jetzt nochmal, die sehr gesunden Mammutbäume, die wir sonst teilweise in Deutschland auch sehen können, die einzeln rumstehen, ja, die stehen halt eben einzeln rum. Die haben also sämtliches Wasser, was in der Ecke kommt, für sich allein und haben keinen ebenfalls riesigen Nachbar, der auch enorme Mengen Wasser benötigt. Grundsätzlich ist das schon eine trockenheitsvertragende Baumart, aber nicht in dem Ausmaß und nicht auf Dauer. Also einzelne Dürresommer, kein Problem. Nur Dürresommer sozusagen, beziehungsweise nur Dürrejahre, wie sie sie hier erleben im Vergleich zu ihrer Heimat, das bringt sie dauerhaft um, ja, auf die Dauer. Und das sind im Übrigen auch wirklich aus kalifornischen Samen gezüchtete Mammutbäume. Die haben also auch keine Anpassung auf die, keine genetische Anpassung für deutsche Standorte. Teilweise gibt es nämlich auch Mammutbaumwälder, wo die Samen schon von in Deutschland aufgewachsenen Mammutbäumen stammen. Da haben sie zumindest eine Generation als an Erfahrung, wie man denn, was heißt eine Generation? Eine Generation ist 1000 Jahre bei den Dingern mindestens. Ja, aber zumindest ein bisschen, ein paar Jahre eines jungen Mammutbaums, die Erfahrung, die sie dann quasi an die nächste Generation weitergeben, und die wachsen etwas besser.
Ja, und da muss man dann halt mal schauen. Was jetzt übrigens hier den Nadelverlust verursacht, ja, was das verursacht, ist dazu noch ein Pilz, der ab einem gewissen Alter, so circa ab 100 Jahren, beim Mammutbaum in Österreich und vermutlich eben auch in Deutschland, in Österreich ist es nur ein bisschen besser untersucht bisher, eine größere Rolle spielt. Zudem kann ich euch noch ein bisschen was erzählen, das mache ich allerdings per Voice-Over, weil das muss ich erst noch schnell nachlesen. So, und bevor ihr jetzt die ganze Zeit den schwarzen Bildschirm anguckt, schaut ihr mir einfach noch ein bisschen beim Rumlaufen zu. Gesprochener Text passt jetzt nicht zu dem, was im Bild gesehen zu sehen ist. Ne? Also, besagte Krankheit, das nennt sich, ich versuch's, Botryosphäria-Triebsterben. Ja? Benannt nach dem entsprechend gleichnamigen Pilz, der dann später als Haupterreger an dieser Krankheit beteiligt ist. Das ist eine Schwächeparasitismus-Krankheit. Das bedeutet, der Pilz ist quasi immer schon vorhanden. Der hockt in nahezu über 100 Gattungen von verschiedenen Bäumen standardmäßig drin, wird aber erst dann gefährlich, wenn es der entsprechenden Pflanze schlecht geht. Also so ein bisschen wie der Herpesvirus bei uns, den haben wir, wenn wir ihn einmal haben, ja auch ein Leben lang. Und wenn wir mal ein geschwächtes Immunsystem haben, weil wir gerade irgendwie eine Grippe abwehren müssen oder sowas, dann kommt auch kurz darauf möglicherweise das Herpes an der Lippe zur Ausbreitung und wird sichtbar. Wenn es uns dann wieder besser geht, unser Immunsystem wieder besser funktioniert, dann verschwindet das auch wieder. So ähnlich funktioniert das auch eben mit diesem Botryosphäria-Triebsterben, auch das tritt halt eben dann auf, wenn der Baum eh schon geschwächt ist, und zwar durch insbesondere Sommertrockenheit in Kombination mit hohen Temperaturen und Trockenstress. Also genau das, was die Bäume die letzten Jahre hier durchgemacht haben, was fast alle Bäume in Deutschland die letzten Jahre durchgemacht haben. Aber für diese Mammutbäume ist das halt wirklich ein größeres Problem, gerade je größer die werden. Das führt dann zu einzelnen Absterben Ästen, die werden einfach braun und fallen in der grünen Krone ganz gut auf, sofern es dann noch eine grüne Krone gibt. Irgendwann hat man dann ganze Löcher in der Krone, weil die dann nach und nach auch runterfallen und abgeworfen werden, beziehungsweise vom Wind weggerissen werden, die ausgetrockneten Äste, und das Ganze breitet sich weiter aus und wir haben irgendwann auch einen Befall vom Stamm und dann ist es eigentlich auch zu spät und dann kippt er irgendwann tatsächlich um, beziehungsweise stirbt stehend ab. So, wie sich das Ganze ausbreitet, weiß man noch nicht so hundertprozentig. Man geht aber davon aus, dass es größtenteils über Wasser- und Regenspritzer verbreitet wird. Also die Conidien der entsprechenden Pilze werden verbreitet. Das ist jetzt aber zu weitgehend. Jedenfalls, die kommen dann durch verwundete Rinden in eben den Stamm rein und können sich dann da dann festsetzen, bis halt eben die Schwäche eintritt und die Schwäche sie dann ausnutzen, um sich dann wieder zu vermehren. So, und verwundete Rinden haben wir jetzt natürlich in so einem Wald, wo sämtliche Bäume gekuschelt werden, vielleicht ein bisschen häufiger als woanders. Andererseits ist Mammutbaumrinde so dick, dass man sich fragen kann, kommen die da nicht vielleicht auch durch eine intakte Rinde durch? Und das wird auch vermutet, insbesondere im Fall vom Mammutbaum, dass auch eine intakte Rinde keinen 100%igen Schutz vor dieser Pilzerkrankung bietet. Ja? Also nach wie vor immer mehr ein Thema und ab einem gewissen Alter bei eigentlich fast allen Mammutbäumen, zumindest im deutschen und österreichischen Raum, zu beobachten. Details muss ich irgendwann mal noch nachliefern. Das ist ziemlich neu mir gewesen und ich habe da jetzt nur vergleichsweise relativ kurz recherchiert. So. So, und damit haben wir es dann mehr oder weniger auch. Ne? Also die Waldbilder, habt ihr gesehen, gucken wir hier nochmal hoch. Also diese kleinen Krönchen, das sieht fast schon ein bisschen aus wie bei der Kiefer. Das sollte halt eben nicht so sein. Und hier ist einfach die Trockenheit letztendlich und dieser Pilz, der eben von der Trockenheit begünstigt wird, der ausschlaggebende Faktor, der da hier dazu führt, dass diesen Wald in dieser Form nicht mehr allzu lange geben wird. Das bedeutet, wer den noch sehen möchte, der sollte sich in den nächsten Jahren mal aufmachen, eben ins Arboretum Lilienthal. Ist nicht ganz einfach hierher zu kommen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln geht es glaube ich gar nicht, braucht man leider eine, oder Fahrrad geht auch, aber ansonsten am ehesten noch ein Auto, und hier mal vorbeischauen lohnt sich in jedem Fall, ist wirklich wunderschön hier, toller Ort zum ganz lange mal rumwandern, ganz detailliert verschiedene forstwissenschaftliche Phänomene auch zur Kenntnis nehmen und
und nur keinen Unsinn anstellen, weil die Leute, die das hier betreuen, die freuen sich zwar einerseits über jede Menge Besucher, jetzt auch gerade Corona-bedingt war es hier voll bis zum geht nicht mehr. Da freut man sich irgendwo drüber, dass die Arbeit so geschätzt wird, die hier gemacht wurde, aber es ist natürlich auch eine gewisse Belastung für denjenigen, der hier eben forscht und auch für denjenigen, der hier, ja, für alle anderen, die hier spazieren gehen, wenn es allzu voll ist. Heute geht's, es ist Freitag, es ist schönes Wetter, von daher bin ich gerade überrascht, dass gar nicht mal so viel los ist. Ja, das wäre es gewesen zum Mammutbaumwald. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.